Sthiti Parvatasana ist der festgehaltene, ruhige Berg. Sthiti Parvatasana, eben im Unterschied zum balancierenden Lotusberg, ist entweder aus dem sitzenden Lotus, die Arme über den Kopf geben, oder auch eine andere Bezeichnung für den Hund. Aus dem Lotussitz heraus, gib die Handflächen zusammen, lass die Finger nach oben zeigen oder falte die Hände und lass die Zeigefinger zur Decke zeigen. All das wird bis Parvatasana, das heißt die Stellung der Berge. Parvati hast du vielleicht gehört als die Frau von Shiva und sie kommt aus den Bergen und deshalb heißt sie Parvati. Und Parvata ist also die Berghaltung. Diese Stellung hilft dir zum einen, dich gut zu verwurzeln in der Erde und zum anderen, dich zu öffnen für die Kraft des Himmels. Nach einer Weile wird die übrigens ziemlich anstrengend in den Schultern. Sie sieht einfach aus, ist auch in den ersten Sekunden einfach, aber nach einigen Minuten wird sie schon sehr anstrengend. Aber es gibt noch eine zweite Übung, die Sthiti Parvatasana genannt wird, nämlich der Hund. Vom Vierfüßlerstand ausgehend, strecke die Beine nach hinten aus und gib die Hände fest auf den Boden. In der Grundhaltung sind die Füße parallel, hüftbreit auseinander. Die Hände sind schulterbreit auseinander. Und dann drücke den Brustkorb Richtung Boden. Und so siehst du, entsteht wie ein Berg, wo das Gesäß die Spitze des Berges ist. Diese Stellung hat verschiedene Namen. Sie wird als Svanasana bezeichnet, als Hundestellung, als umgekehrte V-Stellung und eben auch als Bergstellung Sthiti Parvatasana. Mehr zu diesem Asana findest du unter dem Begriff Hund in der Yoga-Vidya-App wie auch auf www.yoga-vidya.de.